Ist es gut, wenn Männer Männer sind und Frauen Frauen? Oder sollten wir einander ähnlicher werden, um einander besser zu verstehen, um unsere Liebesbeziehung glücklicher zu machen? Ich habe nun kürzlich die Aufgabe erhalten, in einem Festival, in einem Tantra-Festival, die Aufgabe, die Männer zu führen in ihrer Männlichkeit. Und da kam das auf, was heißt das eigentlich? Heißt es zurück zum Patriarchat, zum Macho-Dasein? Oder was heißt das? Ich bin ja auch ein androgynes Wesen. Ich bin auch eine Frau. Ich bin nicht nur ein Mann. Aber ich bin auch Mann. Und Mann zu sein, ist für die Beziehung wertvoll. Also wenn ich versuche, jetzt den Frauen ähnlicher zu werden, dann verschwimmt etwas, dann geht Spannung verloren, dann verringert sich die Polarität, auch die Attraktion. Also was ich versuche und auch zeigen möchte in diesem Projekt ist, dass wir Männer ganz männlich sein können, zusammen mit anderen Männern uns solidarisch fühlen in der Männergruppe, männlich sein, dazu stehen und mal einen Scheiß drauf geben, ob die Frauen das auch so sehen und auch verstehen. Und dann aus dieser Männlichkeit heraus auf eine Frau zugehen, die wiederum ganz in ihrer Weiblichkeit reingeht und versinkt und ganz Frau ist und einen Scheiß drauf gibt, ob die Männer das verstehen und richtig finden. Und diese Spannung zu erleben, da knistert es dann wirklich. Und wir wissen ja, wir sind auch das andere. Wir sind das Objekt, das wir betrachten. Wir sind das andere Geschlecht, das andere Gender. Wir sind auch das polare Gegenteil. Entspannung und Entspannung wechseln ja auch in der Sexualität ab. Und das macht die Schönheit der Erotik aus.